Guten Abend, willkommen zum Blick auf das Wichtige des Tages. Und das sind unsere Themen heute. Streit um Gratistests. Die Frage, ob Corona-Schnelltests künftig selber bezahlt werden müssen, spaltet die Politik. Gratis-Schnelltests für alle, etwa vor dem Tanz in der Disco oder dem Besuch eines Konzerts, das könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Was in der Bevölkerung schon seit Wochen rege diskutiert wird, hat nun auch Bundespräsident Guy Parmelin gestern in Frage gestellt. Nun ist die Debatte um kostenpflichtige Schnelltests so richtig lanciert. Remy Büttler. Bis im Frühling investierte der Bund gegen 370 Millionen Franken in die Teststrategie. Am Wochenende lancierte Bundespräsident Guy Parmelin die Frage, ob Antigen-Schnelltests auch künftig noch gratis sein sollen. Die Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, okay, respektieren wir. Aber wer bezahlt die Testen? Der Steuerzahler? Das bin ich nicht sicher. Die Idee des Bundesrats, wenn Antigen-Schnelltests etwas kosten, sind sie weniger attraktiv. Und dadurch könnten sich mehr Menschen zu einer Impfung entschließen. In der Gesundheitskommission des Nationalrates dagegen sind die Meinungen geteilt. SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer widerspricht ihrem eigenen Bundesrat. Also solange als die Verläufe nicht schwierig werden und die Zahlen in den Spitälern tief sind, sollte man das einmal so laufen, wie es ist. Und der indirekte Impfzwang, wie ich sage, da leidet natürlich dann wieder die ganze Gastronomie, die Unterhaltungsbranche. Und das will man ja auch nicht. Klar für eine Kostenpflicht ist Jörg Mäder von der GLP. Es sollte aber keinen Impfzwang geben, aber wer eine andere Variante will, eben ungeimpft und dafür öfters testen muss, der soll entsprechend auch die Kosten tragen. Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, wünscht sich zwar, dass die Menschen eine Gratisimpfung einem Gratistest vorziehen. Tests seien aber ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Corona. Wir sollten aufpassen, dieses Mittel nun nicht zu schwächen, indem die Tests kostenpflichtig erklärt würden. Rund die Hälfte der Bevölkerung hat noch kein Impfzertifikat. Wir werden also weiterhin diese Tests einsetzen müssen. Bleibt offen, wie stark die Impfkurve steigen werden, wenn Corona-Antigen-Schnelltests nicht mehr umsonst zu haben sind.